zerrissene Spieltag. Ja, in der Halbzeitpause haben wir euch noch ein bisschen was, sagen wir gleich dazu. Da gibt es ein paar Eindrücke aus dem Trainingslager in den USA und, ja, und vom Trainingsauftakt. Auch hochinteressant. So, los geht's. Anstoß für die TSG. Einwurf Hoffenheim. Kurzer Ballverlust. Schön wieder zurückgekämpft, aber auch von Freiberg. Gut aufgepasst. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Der Ball kommt auf. Ruben Reisig rübergelegt. Und ja, die erste fantastische Möglichkeit. Tor! Tor! Ruben Reisig in der, ich glaube, erste Spielminute müsste es sein. Ja, nach gerade mal knapp über 40 Sekunden geht die SGV Freiberg hier in Führung. Schauen wir uns mal an. Ja, da kann man gar nicht mitrechnen. Schön rübergelegt von Ruben Reisig. Versuchen es doch wieder über Breitenbücher. Und er zieht ab und Erik Gründemann pariert. Bischof Jon Fesenmeier zu weit. Nee, der kommt noch. Oh, da gibt's ihn. Es gibt den Elfmeter. Hast du's? Es gibt den Elfmeter, leichter Schucker, das war gar nicht viel, muss ich sagen. Aber schön gemacht von Fesenmeier, legt hier vorbei. Auf geht's, Christian Ballweg. Gebt den Ball frei, wir sind gespannt. Kilati und Tor! Er hatte die richtige Ecke, Erik Gründemann. Aber zu gut geschossen von Andu Jobel Kilati zum Ausgleich. 1:1. So, sind wir gespannt. Wie gesagt, erste Halbzeit 1:1. Advantage Hoffenheim, die durchaus mehr Chancen hatten, wie jetzt wieder. Kelati legt auf, nochmal zurück. Und da kam Bugarde nochmal. Tor! 2:1. Die Führung durch Doppeltorschützen. Andu Jobel Kelati und das Ganze natürlich sehr, sehr schnell. Wieder Bugarde. Bischof. Sucht jetzt Fesenmeier, lässt durch auf Kelati, Doppeltorschütze, vielleicht läuft es bei ihm. Jetzt muss er rein auf Fesenmeier, macht er nicht zu spät. Aber dann zu, ach, liebe Leute, und da steht einfach nur noch Miliario Bogarde und schiebt hier ein zum 3:1 für die TSG Hoffenheim. Ja. Bisschen Verwirrung und auf einmal stand da hinten einer, die 22. Ja, Lauren Noll musste sich da eigentlich sein Adrenalin bisher immer irgendwie selbst besorgen. Durch spannende Pässe. Jetzt schön auf Herr Fesenmeier. Das muss es doch sein oder geht darüber. Nein, er liegt vorbei. Oh. Alles zu einfach. Gegen drei. Klar, wir wissen, Schiedsrichter ist schon. Jetzt aber. Aha, nächstes Aluminium, nächste Mal Pfosten. Einwurf Hoffenheim. Ja, die lassen nichts zu. Und das war's. 93:23, Abpfiff, 3:1, Sieg der TSG Hoffenheim gegen den SGV Freiberg, die hier mit 1:0 in Führung ging durch Ruben Reisig, aber zweimal Kelati und einmal Bogarde schafften hier den Endstand von 3:1.